Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sven. Um mich ist es in den letzten Monaten ein wenig ruhiger geworden. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe natürlich weiterhin großes Interesse an FPV und fliege auch nicht übermäßig, aber zumindest regelmäßig und leidenschaftlich. Aber wie bei so vielen hat auch mich die Corona-Pandemie ordentlich in Anspruch genommen und die Kindesbetreuung hat sehr viel Zeit gefordert. Deswegen hatte ich wenig Zeit, mich meinem Kanal zu widmen. Das nur als kurzer Input, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe. Heute geht es mir um den GAP-RC CinePro 4K in der Advanced-Version mit dem F7 Flight Controller. Über den habe ich euch in der Vergangenheit schon so einige Videos präsentiert. Deswegen fragt sich der eine oder andere bestimmt, warum jetzt schon wieder ein neues Video? Das hat zwei Gründe. Zum einen fliege ich mittlerweile fast ein Jahr und ich möchte so ein bisschen über meinen Erfahrungsschatz, den ich mit diesem Copter gewonnen habe, berichten. Und zum anderen möchte ich euch erzählen von Optimierung und von der Metamorphose, die dieser Copter durchlaufen hat, vom einstigen Cinewhoop jetzt zum waschechten Freestyler. Also, ich fliege ihn seit August 2019. Ganz am Anfang habe ich berichtet, gab es einen unschönen Absturz, der hervorgerufen worden ist, weil der Copter ab Werk eine sehr ungünstige Antennenpositionierung hatte, des alten RXSR. Die liefen hier lang und zwar nach vorne weg. So, ich komme nicht weiter mit meinen Fingern. Sehr nah am Frame und haben mit dem Carbon-Frame leider das Funksignal abgeschirmt, sodass es dann in 100 Metern Entfernung zu einem Failsafe kam, der Kopf abgeschmiert ist und der Rahmen, der aus einem Stück besteht, hier gebrochen war. Ich muss also den kompletten Copter einmal neu umbauen, neuen Rahmen bauen und auch der Motor hier hinten war hinüber. Dann bin ich eine ganze Weile geflogen. Im Herbst bin ich nach einem Flug mit einem 4S-Akku im feuchten Gras gelandet. Der Copter lief tadellos. Ich habe den Akku abgezogen, ich habe einen neuen angesteckt und zack, ging nichts mehr. Der ESC hatte einen Kurzschluss. Den habe ich aus China neu geordert, direkt aus dem Hause GAP-RC. Bin den wieder geflogen und zack, hat plötzlich ohne erkennbare Ursache der Flight Controller einen schnellen, überraschenden Tod erlitten. Also auch den ausgetauscht. Hinzu kommt noch, der ein oder andere kennt vielleicht mein Video, wo ich im Herbst letzten Jahres berichtet habe, was man in diesem Copter noch optimieren kann. Euch fällt vielleicht auf, es ist kein GPS drauf. Ich muss mich entschuldigen, in meinem letzten Video habe ich berichtet, dass ich diesen Copter mit GPS ausstatte. Das habe ich auch. Aber ich habe es nicht geschafft, auf diesem CinePro 4K ein GPS-Modul zum Laufen zu bringen. Tatsächlich kenne ich keinen Piloten und ich tausche mich in Foren und in Facebook intensiv aus, der auf diesem Copter ein GPS-Modul zum Laufen gebracht hat. Woran das liegt, schwierig zu sagen. Zum einen habe ich tatsächlich den Flight Controller im Verdacht, dass der aus irgendwelchen Gründen, fragt mich nicht warum, ich bin kein Techniker, aus irgendwelchen Gründen nicht GPS-kompatibel ist. Denn das ist der einzige Copter, bei dem ich ein GPS nie zum Laufen gebracht habe. Das heißt, es ist für mich nichts Neues. Ich weiß genau, wie man das anschließt, wie man das konfiguriert und und. Und zum anderen steht die Tarsia, die Caddx Tarsia in der Version 1, wie sie hier verbaut ist, im Verdacht, sehr stark zu strahlen. Und das GPS, die einzige Position, wo ich das überhaupt platzieren konnte, ist ja hier, direkt über der Tarsia, direkt über dem Tarsia Stack. Ich gehe also tatsächlich davon aus, dass an diesem Gerücht was wahr ist, denn dieses Gerücht hat sich sehr, sehr hartnäckig gehalten, einerseits. Und ich habe tatsächlich, wie gesagt, nie einen, ja, auch nur einen einzigen Satelliten empfangen kriegen können. Zu diesem Gerücht würde passen, dass Caddx die Tarsia V2 nur innerhalb von wenigen Monaten, nachdem sie die V1 überhaupt auf den Markt gebracht haben, nachgeschoben haben. Also sehr schnell. Und das ist schon auffällig schnell gewesen. Normalerweise dauert eine neue Produktentwicklung etwas länger. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Gründe oder die Historie, die ich gerade berichtet habe, erläutert habe, führte dazu, dass ich diesen Copter zum Ende des Jahres als meine Fehlinvestition 2019 beschrieben habe. Mittlerweile liebe ich ihn. Wie ist es dazu gekommen? Durch ein paar Optimierungen, durch ein paar Veränderungen, die ich vorgenommen habe. Der eine oder andere kennt das noch aus meinem alten Video. Hier war mal eine Real Egg UX2 Antenne dran. Die hat schon mal deutlich mehr Leistung gebracht als die Linearantenne, die GAP-RC ab Werk verbaut hat. Das heißt, wer mehr als nur ein paar Meter weit fliegen möchte, dem empfehle ich tatsächlich diese Real Egg UX2. Was natürlich auch sofort zu sehen ist, ich habe keine Propguards mehr. Ich fliege diesen Copter jetzt seit fast einem Dreivierteljahr ohne Propguards. Gefällt mir persönlich einfach wesentlich besser. Die Propeller können sich freier bewegen und man hat eine größere Auswahl an Propellern.
Denn es funktionieren nicht nur 2 Zoll Propeller, sondern wie jetzt hier montiert, die 2,3 Zoll Propeller. Dazu komme ich nachher aber noch. Was ich gemacht habe, darüber habe ich euch auch schon berichtet, ich möchte es kurz fassen, ist den unseligen RXSA mit der sehr schlechten Antennenführung rauszuschmeißen und gegen ein FreeSky R9MM Modul auszutauschen. Damit habe ich eine erheblich bessere Reichweite, wobei es mir bei diesem Kopter nicht unbedingt auf Reichweite und Long Range ankommt, denn ohne GPS fliege ich nun mal keine wirklich großen Distanzen, aber ich habe eine sehr gute Signalabdeckung. Das einzige Problem, wo ich im Laufe der Zeit ein paar Failsafes hatte, war, wenn der Kopter so geflogen wird, dass er in einer Wendung mit der Antenne genau, so wie jetzt, auf mich zeigt. Denn dann ist die Empfangsstärke gleich 0 und da ist mir das ein oder andere mal abgeschmiert. Deswegen mache ich es mittlerweile tatsächlich so, wenn ich Wendungen fliege, dass ich mit vollen 90 Grad in die Wendung gehe. Dann steht der Kopter so zu mir und dann habe ich trotzdem vollen Empfang. Ich liebe das R9-System, auch wenn viele Crossfire bevorzugen. Was ich dann als nächstes gemacht habe, war die Real Egg OX2 Antenne nochmal auszutauschen. Und zwar gegen eine noch bessere, und zwar die HGLRC Hammer. Die hat volle 5 dBi Leistung. Und das sorgt dafür, dass man auch auf eine gewisse Distanz, wie gesagt, ich fliege mit dem keine großen Distanzen wegen fehlendem GPS, aber dass man doch ein sehr starkes Videosignal hat. Und das liebe ich. Überhaupt, kommen wir mal ganz kurz zur Kamera, überhaupt mag ich die Caddx Tasia sehr. Ich hätte fast gesagt, ich liebe sie, aber es gibt ein, zwei Punkte, die mich stören. Aber kommen wir mal eben zu den positiven Punkten. Man hat 2 Linsen. Die eine ist für FPV und die andere ist für die Videoaufzeichnung. Fangen wir mal mit der FPV-Cam an. Die liebe ich wirklich. Der Wide Dynamic Range, den die hat, der ist so dermaßen gut, dass ich selbst nach Sonnenuntergang in der blauen Stunde bis fast dunkel noch ein gutes, tolles, klares FPV-Bild habe. Ich würde sie locker auf eine Stufe mit der Caddx Rattle setzen und ich behaupte, bei allen bis jetzt von mir verbauten Cams ist es definitiv die beste FPV-Cam. Die Aufnahme der oberen Kamera oder des oberen Okulars ist ebenfalls sehr gut bei Tageslicht. Ich mag nicht behaupten, dass sie um Gottes Willen so gut ist wie GoPro und Co. Aber bei Tageslicht kann sie doch sehr gute Bilder liefern. Das Einzige, wo ich wirklich Abstriche machen muss, da muss man sich einfach klar sein, das Grund ist der Windsensor, der da verbaut ist, ist nach Sonnenuntergang. Wenn ich in der blauen Stunde noch fliege, dann geht logischerweise bei der Auto-ISO-Einstellung geht die ISO hoch und man hat tatsächlich einen ganz schönen Matsch. Die Aufnahmen sind in der Regel nicht mehr verwertbar. Ansonsten, für meinen Anspruch, ein Top-Bild. Was ich nicht toll finde an der Caddx Tasia ist tatsächlich die Wi-Fi-Einstellung. Denn ich habe es immer mal wieder, dass ich mit dem Handy regelrecht kämpfen muss. Samsung Galaxy, also auch definitiv ein gutes Handy, zwischen Tasia-Stack und der App eine Verbindung zu kriegen. Das nervt. Das nervt wirklich. Und dann kommt noch hinzu, dass dafür natürlich logischerweise der Lipo angeschlossen werden muss. Und der F7, auch darüber habe ich schon mal berichtet, hat ein Hitzeproblem. Der geht in der Temperatur wahnsinnig schnell nach oben. Und wenn ich dann da 5 bis 10 Minuten, ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem einmal 15 Minuten gebraucht, um eine Einstellung zu verändern, rumkasper, um diesen Kopter mit der App zu verbinden, dann nervt das, nur um die Videoeinstellungen zu verändern. Gut, ne, ich räume ein, das macht man nicht oft, das macht man ein paar Mal. Und von daher ist das auch zu vernachlässigen, aber es ist nicht schön. Ansonsten, davon abgesehen, wie gesagt, mittlerweile liebe ich den Kleinen. Installiert ist aktuell Betaflight 417. Mit APM-Filtering und der Kopter fliegt sich meiner Meinung nach damit richtig toll. Pit-Tuning habe ich bisher nur in Ansätzen betrieben, mit der Hilfe von Ben. Danke Ben, du hast mir mal die Blackbox ausgelesen und habe den I-Wert reduziert auf ungefähr 55. Mit den Slidern im Betaflight 4.1 geht das super. Aber ansonsten, ja, läuft er einfach wirklich gut und ich mag ihn. Jetzt der jüngste Eingriff, den ich gemacht habe und womit die Metamorphose vom ehemaligen Cinewhoop zum waschechten Freestyler wirklich vollzogen ist, sind die neuen Motoren. Und die wollte ich euch mal kurz vorstellen. Die liebe ich. Ich hoffe, die Kamera kann darauf scharf stellen, denn der Spiegel natürlich sehr. Und zwar die wirklich sehr guten RC InPower. 1207 mit 6000 kV. Das sind ganz schöne Brummer für den. Vorher waren es Gap RC 1105 mit nur 5000 kV. Das heißt, sie sind größer und haben dann auch noch 1000 kV mehr Leistung. Das sind eigentlich für 3 Zoll Props.
Deswegen habe ich den erst geflogen mit 2 Zoll Props. Da war die Flugzeit tatsächlich nicht so toll. Die war ca. 70 Sekunden im Durchschnitt geringer als vorher mit den alten Motoren. Jetzt mit den 2,3 Zoll Props fliegt er sich echt Sahne. Oder was heißt echt Sahne? Auch vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die RC InPower, die laufen super. Die laufen fantastisch. Wenn man mal die Gap RC Motoren vorher gedreht hat, die 1105, auch die sind ordentlich gelaufen, aber die hatten einen richtig harten Einraster. Das hat man ja nicht nur gespürt, das ist schon fast reingeknallt, sag ich mal. Ne? Und als ich die auch demontiert hatte und gedreht habe, und im Vergleich hierzu, hat man auch gemerkt, die laufen richtig, ja, schon fast schwergängig. Während die hier super weich laufen, und das merkt man, die RC InPower fliegen sich seidenweich, butterweich, egal ob mit 3S oder mit 4S geflogen, und haben richtig gut Kraft. Und gerade auf 4S, wenn man denn ordentlich am Gas drückt, dann wird dieser CinePro 4K zum kleinen Biest. Da, wo er mit den Originalmotoren wirklich gut geflogen ist, ordentlich geflogen ist, ich habe ihn auch regelmäßig mal über Bäume kippen lassen und und. Man konnte damit wirklich nahezu alle Tricks machen, aber er wirkte immer ein bisschen untermotorisiert. Und gerade mit den großen Lipos, ich komme gleich nochmal auf die Lipos genauer, mit den 4S 850, leg's mal zurück, wie gesagt, ich komme gleich nochmal genau drauf, wirkte er definitiv immer untermotorisiert. Blieb zwar immer unter 250 Gramm, trotzdem wirkte er so, als hätte er mächtig zu schleppen. Jetzt geht er richtig, richtig stramm vorwärts. Eine Investition, die sich total gelohnt hat. Er ist jetzt, ja, sind wir ehrlich, übermotorisiert. Deswegen, wie gesagt, mit den 2 Zoll Props hatte das auch schon keinen Sinn mehr, denn da ging einfach zu viel Kraft verloren, die er nicht umsetzen kann, konnte, die er nicht in die Luft bringen konnte, deswegen auch die schlechteren Flugzeiten. Jetzt mit den 2,3 Zoll Props ist es ein wahres Vergnügen. Sie lassen sie wunderbar kontrolliert fliegen, wenn man mal auf Gaps fliegen will, wenn man mal durch feinste Lücken fliegen will, wenn man Cinewhoopen will. Aber man kann auch mit den Dingern richtig ordentlich die Sau rauslassen. Damit wird er schon fast zum kleinen Racer. Aber nur fast. Das sind die Änderungen, die ich bisher vorgenommen habe und mit denen mein CinePro 4K zum Fließhalle geworden ist. Kommen wir mal noch ein bisschen weiter zu den Erfahrungen, die ich versprochen habe. Und zwar noch zu den Props, die ich in Verwendung hat. Fangen wir mal an. Fertig montiert sind, wenn dieser Copter ab Werk kommt, sind die E-Max 2305 4 Blade. Werden unter anderem auch von Beta FPV verkauft, sind aber genau die gleichen. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr mit den Dingern zufrieden seid, ist ja okay, aber ansonsten, die sind der letzte Rotz. Die taugen nichts und die sind tatsächlich sehr ineffizient. Die gelten auch als sehr ineffizient. Das sind eigentlich Propeller, die für kleine, leichte Toothpicks gut geeignet sind, aber nicht für den, der mit einem fetten 4S drauf bis 250 Gramm wiegt. Tatsächlich, als ich die jetzt das letzte Mal geflogen habe, habe ich in der Luft eine Roll gemacht. Einmal richtig kräftig am Throttle gedreht. Und mitten in der Luft ist mir tatsächlich sogar der Prop gebrochen. Ich konnte noch froh sein, dass der hier über Kreuz gebrochen ist und nicht zum Beispiel der und der. Denn so konnte ich den Kopter tatsächlich noch landen. Er war noch fliegbar. Man hat sofort gehört, ich bin sofort auch gelandet, sehr flott gelandet, aber er war noch fliegbar. Nur trotzdem, es kann es doch ernsthaft nicht sein, wenn dieser Kopter bis 4S ausgelegt ist, dass einem dann in der Luft die Props brechen. Der letzte Scheiß. Ebenfalls mit ausgeliefert wurden die DAL-Props 2035. Die machen schon einen deutlich besseren Eindruck. Die habe ich echt gemocht. Waren viel besser zu fliegen, auch von der Effizienz waren sie besser, aber Dallprop ist sehr hart, wenn man damit aufklatscht. Leider, sie brechen auch. Wirklich einen guten Job machen die Gemfan 2035, die sind erheblich weicher. Die kann ich echt empfehlen. Tolle Props, energieeffizient, super. Oder wer es ein bisschen knackiger möchte, mit 2 Zoll Props, dem empfehle ich die E-Max Evan Blur. 2 Zoll. Ne? Aber 3 Blatt, schon nicht mehr 4 Blatt. Die sind schon steiler und mit denen kann man schon richtig, mit denen hat man schon richtig gut Grip. Die gezeigten Props kann man auch alle noch mit den Propguards fliegen. Welche ich leider noch nicht testen konnte, werde ich nochmal demnächst was zu nachholen, sind die Azur Props 2035 mit 3 Blatt. Sind vielleicht ein bisschen untypisch, aber ich bin ein großer Azur-Fan.
Und ansonsten gibt es natürlich sehr, sehr viele andere, die man noch hier montieren könnte mit 2 Zoll. Zum Beispiel gibt es auch 2036 von Gemfen, die Hulkies. Die sollen ebenfalls sehr gut sein. Die, die jetzt montiert sind, das sind die Evan Micro 2,3 Inch. Die kann man hier auf diesem Copter wirklich nur installieren, wenn die Propguards entfernt worden sind. Aber die sind halt eben größer, die haben mehr Biss, die haben mehr Grip und die sorgen halt eben auch für mehr Power. Bei den kleinen Gap AC 1105 5000 KV Motoren waren die ein bisschen zu groß. Das hat man gemerkt, da ging, ja, für die Leistung, die sie gebracht haben, das war toll, aber da ging die Flugzeit schon deutlich in die Knie. Jetzt mit den großen Motoren, mit den 1207, da sind die genau richtig, denn da hat man dann wirklich schon eine gute Flugzeit. Last but not least, welche Akkus fliege ich dann auf dem? Kommen wir nochmal ganz kurz zu einem Überblick und ich stelle euch mal kurz meine Akkutypen vor, die hier auf dem, ja, hier zum Einsatz kommen. Ich habe jetzt den gerade tatsächlich leider vergessen rauszubuddeln, aber ich fliege unter anderem Tattoo. Das ist jetzt ein 4S, aber ich fliege auch genau die als 3S mit 650 mA, 75C ebenfalls. Ganz ehrlich, nach den Erfahrungen, die ich mit Coptern gemacht habe, die kleiner sind als 5 Zoll, kaufe ich keine Tattoos mehr. Denn die sind okay, aber die 3S gehen viel, viel schneller in die Knie und haben auch eine schlechtere Flugzeit als die China Hobbyline MicroStar 3S 650. Die Dinger sind cool. Die bringen tatsächlich locker 30 Sekunden bis 45 Sekunden mehr als die Tattoo 3S 650. Wenn also 3S, dann empfehle ich die. Damit fliegt der Copter wirklich schon ordentlich und hat trotzdem genug Power, um ein paar nette Tricks zu machen. Ebenfalls sehr geil sind die hier, GNB 650, das sind Lee HVs. Und das merkt man denen auch an, die haben ein bisschen mehr Spannung und da kommt halt eben auch nochmal ein bisschen mehr Biss raus. Flugzeiten nochmal ein bisschen einen Tick besser als die China Hobbyline und erheblich besser als die Tattoo. Leute, lasst die Tattoos. Sorry, ich weiß, ich handle mir jetzt wahrscheinlich, ja, Unmut von Tattoo ein, aber es ist leider so. Ich weiß nicht warum. Bei den 5 Zöllern liebe ich eure 4S 1550er. Ich liebe sie. Die sind nicht schlechter als meine 4S 1500 China Hobbyline. Aber bei den kleinen Coptern bin ich einfach super unzufrieden. Jetzt kommen wir zu dem. Das ist, wie gesagt, ich habe euch den vorgestellt, weil er genauso aussieht. Aber ich habe natürlich auch ein 4S 650 75C. Und auch da muss ich sagen, eine echte Enttäuschung. Denn ich fliege mit diesem 4S 650 keine einzige Minute länger als mit den 3S. Tatsächlich komme ich auf die gleichen Flugzeiten wie mit den 3S 650 und habe einfach ein bisschen mehr Kraft, aber keine, ja, im Grunde genommen nicht, keine Minute, keine Sekunde länger Flugzeit. Enttäuscht mich. Sind die Größe 4S 650 von Gap AC empfohlen werden. Von der Beweglichkeit ist es in Ordnung, aber allgemein halte ich es für eine Enttäuschung. Dann fliege ich persönlich lieber die 3S. Und welche ich tatsächlich auf dem Gap AC ebenfalls sehr viel fliege, sind die Tattoo 4S 850, das sind schon, man sieht es, mal kurz hier zum Vergleich. So, das sind natürlich schon echte Granaten. Ne? Die sind groß, die sind sehr schwer. Damit komme ich auf 248 Gramm mit diesem Copter. Bleibt immer noch unter den magischen 52 Gramm. Die Flugzeiten sind in Ordnung. Mit den alten Motoren bin ich mit diesem hier auf 5,5 bis 6 Minuten gekommen. Das ist schon wirklich ordentlich. Jetzt mit den neuen Motoren komme ich auf 4 bis 5,5 Minuten. Das heißt, die ziehen trotzdem noch mehr Kraft, aber das war mir auch bewusst, dass die mehr Spannung ziehen, aber dafür bieten sie einfach mehr. Sie bieten mehr Kraft, sie bieten mehr Grip, sie fliegen sich geil. Ne? Wieder zurück zu den Akkus. Auch hier, sie sind okay, definitiv, aber ich würde sie mir nicht mehr kaufen, weil ich tatsächlich auf gesamter Bandbreite mit verschiedenen Akkus einfach die Erfahrung gemacht habe, dass GNB und China Hobbyline fürs gleiche Geld Akkus rausbringen, die deutlich besser performen. Tja, tut mir leid, Tattoo. Besseres Urteil habe ich da nicht für euch. So viel zu dem CinePro. Ich spiele gleich noch ein bisschen Footage ein, so zum Abschluss. Und dann bin ich schon fertig. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr gerne diskutieren möchtet über bestimmte Aspekte, postet sie unten in die Kommentare. Ich versuche auf alles zu antworten. Ich diskutiere gerne mit euch über die Funktionen, über Optimierungsmöglichkeiten und. Jetzt, so wie er ist, liebe ich ihn. Jetzt, so wie er ist, ist er tatsächlich einer meiner meistgeflogenen Copters, muss ich echt mal sagen. Leider nicht mehr für ewig, denn der Umstieg auf die GI steht unmittelbar vor. Der
Postbote hat heute genau das Paket, das Einsteigerpaket gebracht. Das heißt, die Tage werden irgendwann auch gezählt sein von ihm, leider. Und das, obwohl die neuen Motoren drauf sind. Aber DJI konnte ich mir jetzt doch früher beschaffen als gedacht. Naja, aber trotzdem, ich liebe ihn. So wie er jetzt ist. So wie er am Werk war, war er leider tatsächlich eine Enttäuschung. Also, nochmal. Ne? Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Diskussionsbeiträge haben wollt, postet die unten in die Beiträge. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe es, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts weiter verpassen möchtet, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich echt freuen, euch wiederzusehen. Demnächst kommen jetzt wieder mehr Videos von mir, versprochen. Und immer gutes Fliegen. Bis dann, ciao! Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. Just to show me what's on the other